أبو أمامة صدي ابن عجلان رضي الله عنه. صدي ابن عجلان ist einer der berühmten Gefährten des Propheten صلى الله عليه وسلم, beliebt gewesen beim Gesandten Allahs. Er hat ca. 250 Ahadith überliefert. Also insgesamt haben wir ca. 250 Ahadith von ihm. Und er ist der letzte der Gefährten des Propheten صلى الله عليه وسلم, die in Hims verstorben sind. Er war der allerletzte, der da gelebt hat. Und das war circa gegen das Jahr 86 nach der Hijra. 86 nach der Hijra des Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam. Wir hatten, glaube ich, mal den letzten erwähnt, der in Mekka gestorben ist, oder? Wisst ihr noch, wer das war? Abu Tufail ist der letzte, der in Mekka gestorben ist. Und in Medina, Sahl ibn Abdullah. Sahl ibn Abdullah Sa'idi. Also nach dem Jahr 100 gab es niemanden mehr von den Gefährten des Propheten sallallahu alaihi wasallam auf der Erde.